Ahoi meine Freunde und herzlich willkommen zu dieser weiteren Folge von Flagship Friday. In diesem Format erkläre ich euch jeden Freitag die wichtigsten Camera Basics und zeige euch einige Tipps, Tricks und Tutorials, wie ihr es denn schafft, bessere Fotos zu machen, um mit der Fotografie so richtig durchstarten zu können. Letzte Woche habe ich euch die Belichtungszeit erklärt und diese Woche machen wir gleich weiter mit dem Belichtungsdreieck und kümmern uns um das Thema Blende und was das genau ist. Die Blende ist, so wie ich euch letzte Woche bereits schon mal erklärt habe, ein Teil des Belichtungsdreiecks. Dieses besteht aus Belichtungszeit, ISO und eben der Blende. Im Gegensatz zu den anderen beiden Sachen ist die Blende keine Einstellung, die ihr in der Kamera macht, sondern sie befindet sich im Objektiv. Denn im Objektiv befinden sich verschiedene Lamellen, die zusammen eine Öffnung ergeben, die dementsprechend, wie weit sie geöffnet oder geschlossen ist, weniger oder eben mehr Licht reinlässt. Nicht nur, dass ihr mit der Blende entscheiden könnt, wie weit ihr sie öffnet oder schließt, denn je weiter die Blende geöffnet ist, beziehungsweise je niedriger der Wert ist, umso unschärfer wird dann der Hintergrund und separiert das Objekt, das im Fokus ist, noch weiter von den ganzen anderen Sachen drumherum. Das heißt, eine weit geöffnete Blende hat nicht nur den Vorteil, dass ihr dadurch ein viel helleres Bild habt und die Belichtungszeit auch verkürzen könnt, um dann dadurch schneller Fotos aufnehmen zu können. Nein, ihr habt dadurch dann auch den Vorteil, dass dann auch die Tiefenunschärfe nochmal schöner bzw. viel größer wird. An eurem Objektiv wird dann dieser Wert angezeigt mit beispielsweise f1.4 oder f2.8. Und wie schon eben erwähnt, je niedriger der Wert ist, umso weiter ist die Blende geöffnet. Und wie findet ihr jetzt heraus, was für eine Blende denn euer Objektiv hat? Das ist ganz einfach und zwar steht das immer an der Seite vom Objektiv, da wo auch die ganzen Zoom-Einstellungen drinstehen und die Millimeteranzahl. So ähnlich wie beispielsweise hier bei dem Samyang-Objektiv. Dort findet ihr neben dem 85mm auch das 1.4 für f1.4, was für die Blende steht. Oder beispielsweise hier das 24:70 von Sony. Dort steht aber der Wert tatsächlich vor der Millimeteranzahl und nicht dahinter. Das kann je nach Objektiv natürlich variieren, wo es denn genau steht, aber meistens ist es eben ein Punktwert. Das heißt 1.4, 2.8, 2.0 und einige Zoom-Objektive, vor allem auch Kit-Objektive, haben die Eigenschaft, dass sie beim Zoomen die Blende noch weiter schließen. Da würde dann so etwas stehen wie 4.0 bis 5.6. Ich glaube, ich habe sogar so eins. Hier hätten wir mein altes Sigma 70-300 und dort könnt ihr genau sehen, 4 bis 5,6. Das bedeutet, je mehr ich reinzoome, umso mehr schließt sich die Blende und macht das Bild dadurch dunkler. Und um dein Bild wieder aufzuhellen, musst du einfach die Belichtungszeit oder eben den ISO-Wert dementsprechend anpassen, damit du das Ganze auch dann ausgleichen kannst. Und wie vorhin erwähnt, wenn sich denn die Blende noch weiter schließt und dadurch das Bild nochmal dunkler wird, verändert sich auch noch die Tiefenunschärfe. Das heißt, je dunkler das Bild wird, umso mehr ist dann im Fokus. Was natürlich auch viele Vorteile hat, aber auch viele Nachteile. Wenn du natürlich möchtest, dass so viel wie möglich im Fokus ist, wie beispielsweise bei Landschaftsfotografie, dann musst du schauen, dass du die anderen Werte dementsprechend auch eben anpasst, damit dein Bild einfach nicht zu dunkel wird. Und ebenso ist es natürlich dann auch in die andere Richtung. Wenn du natürlich möchtest, dass du eine sehr schöne und große Tiefenunschärfe hast, dann musst du auch schauen, dass du die anderen Werte so anpasst, dass dein Bild wiederum nicht zu hell ist. Und falls du das letzte Video verpasst hast, dann findest du es genau hier. Vergesst nicht, ein Like und ein Abo dazulassen. Ich würde mich sehr darüber freuen und ihr würdet den Kanal enorm damit unterstützen. Und wir sehen uns dann bei meinen nächsten Videos wieder. Bis dahin, ciao!